Hallo und auch heute willkommen zum wahrscheinlich vorerst letzten Video, dem vierten zu IVCS Sprachbefehle in ARMA 3. Die heutigen Themen werden Zuweisen von Gruppen innerhalb der Gruppe und Aktionsbefehle sein. Vorab, alles was ich in diesem Video sagen werde, basiert auf meinen eigenen Erfahrungen. Diese erheben weder den Anspruch zu 100% akkurat noch unabänderbar zu sein. Ebenso werdet ihr eure eigenen Erfahrungen haben oder machen, welche ebenfalls von meinen abweichen können. So viel dazu, auf geht's! Um eine oder mehrere Einheiten einer Untergruppe zuzuweisen, spricht man die jeweilige Einheit mit ihrer Kennziffer an, nutzt den Befehl Assign und die jeweilige Farbe. Two, three, four, five. Assign red. Six, seven, eight, nine. Assign blue. ARMA 3 ermöglicht es, eine unterstellte Gruppe in bis zu 5 Untergruppen zu unterteilen. Diese werden durch Farben repräsentiert und in der Gruppenleiste dargestellt. Rot, Blau, Grün, Gelb sowie Weiß. Weiß nimmt eine Sonderstellung ein, denn jede Einheit, die keiner der anderen Gruppen zugeordnet wurde, wird automatisch der Gruppe Weiß zugewiesen. Jetzt ist es möglich, den jeweiligen Gruppen verschiedene Befehle effektiver zu erteilen, ohne jede einzelne Einheit jedes Mal einzeln ansprechen zu müssen. Red, move. Gruppe Rot, voraus! 75 Meter, Marsch! Blue, hit the dirt. Bereit! Um eine Untergruppe aufzulösen oder einzelne Einheiten herauszulösen, werden die entsprechenden Einheiten wieder der Gruppe Weiß zugewiesen. 6, 9, assign white. Das war die Gruppenzuweisung. Weiter zum nächsten Thema, Aktionsbefehle. Aktionsbefehle sind Befehle, um Einheiten spezielle Aktionen ausführen zu lassen. Als erstes Ein- und Aussteigen bei Fahrzeugen. Red, board that vehicle. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten und einen Haken. Einmal kann man eine Einheit in ein Fahrzeug einsteigen lassen, ohne dieser eine spezielle Position zuzuweisen. Die normale Reihenfolge hierbei ist, dass zuerst die Position des Fahrers besetzt wird, danach der Kommandant, gefolgt vom Bordschützen und zum Schluss die Passagiere. Kommandant und Bordschütze werden nur besetzt, wenn diese Positionen im Fahrzeug auch vorgesehen sind. Erledigt! Bereit! Erledigt! Die andere Variante ist es, den Einheiten eine spezielle Position zuzuordnen. Fahrer, Kommandant, Bordschütze oder Passagier. To board that vehicle as driver. 3. Board that vehicle as gunner. 4. Board that vehicle as commander. 5. Board that vehicle as cargo. Es muss nur darauf geachtet werden, dass während des Befehls der Cursor auf das betreffende Fahrzeug zeigt. Kommen wir zum Haken. Es ist ja nun seit einiger Zeit möglich, innerhalb eines Fahrzeugs mehrere Schützenpositionen zu besetzen. Hierbei ist es nun nicht möglich, eine Einheit als zweiten Bordschützen einsteigen zu lassen, da diese Schützenpositionen einem Passagierplatz entsprechen. Oder eine Einheit als Passagier auf diesen Platz einsteigen zu lassen. Diese Plätze werden beim Nutzen der Sprachbefehle nicht von der KI erkannt und die Einheit wird nicht einsteigen. Um jetzt dennoch seine Gruppe, wie zum Beispiel jetzt hier in den Zweitonner einsteigen zu lassen, befiehlt man entweder der gesamten Gruppe aufzusitzen oder der Spieler nimmt als erstes die gewünschte Position ein und befiehlt dann der gesamten Gruppe einzusteigen. Get in that vehicle. Get in. Erledigt. Bereit. Erledigt. Bereit. Bereit. Get out. Absitzen. Jawohl. Jetzt zu den restlichen Aktionsbefehlen. Erledigt. Man kann einer Einheit befehlen, eine bestimmte Richtung zu beobachten.
Hier kommt der Befehl Watch zum Einsatz. In die zu beobachtende Richtung deuten und den Befehl geben. 2. Watch there. 2. Diese Position beobachten. Dieser Befehl kann sowohl in der Umgebung als auch auf der Karte erfolgen. Um einen bestimmten Bereich unter Feuer zu nehmen und feindliches Feuer zu unterdrücken, Suppress that position befehlen. Auch hier wird in die entsprechende Richtung auf der Karte oder die Umgebung gedeutet und der Befehl erteilt. Das Einzige, worauf man hier achten muss, dass die Einheit, welche das Sperrfeuer legen soll, nicht im Hold-Fire-Modus ist. Ansonsten passiert da nichts. 2. Suppress that position. Sperrfeuer! Der Befehl Find Cover verhält sich etwas widersprüchlich, denn anders als der Wortlaut vermuten lässt, begeben sich die Einheiten nicht unbedingt in die nächstbeste Deckung, sondern schaffen vielmehr einen kleinen abgesicherten Bereich, in dem sie sich in eine Art Sicherungsposition begeben. Find Cover. 2. Nach vorn. 3. Nach links. 4. Nach vorn. 5. Nach links. 6. Zurück. 7. Nach rechts. 8. Zurück. 9. Zurück. Erledigt. Will man in Erfahrung bringen, wie der Status einer Einheit ist, zum Beispiel wo sie sich befindet, ob die Munition ausgeht, es eine Verwundung gibt oder ob die Einheit überhaupt noch existiert, fordert man einen Statusreport an. Sitrep. Es ist auch möglich, einer Einheit zu befehlen, den Laser oder die Lampe ein- oder auszuschalten, wenn an der Waffe vorhanden. Lasers on. Lasers off. Lights on. Lights off. Eine Einheit den Rucksack ablegen zu lassen ist ebenso möglich. Vor allem bei der Einrichtung von Geschützstellungen, welche aus zwei Teilen bestehen, ist dieser Befehl durchaus nützlich. 2. Drop your backpack. Allerdings ist es derzeit nicht möglich, via Sprachbefehl den abgelegten Rucksack wieder aufnehmen zu lassen. Dafür muss man über das altbekannte Befehlsmenü gehen. Ebenso kann man nicht in die Inventare anderer Einheiten gehen oder auch die Einheiten sich wieder zum Beispiel mit Munition versorgen zu lassen. Die letzten zwei Befehle, die ich hier erwähnen möchte, sind ausschließlich kosmetischer Natur. Sit und Salute. 3. Sit. Copy that. 2. Salute. Solid copy. Nun, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Eine tolle Zeit euch noch und dass die KI immer euren Befehlen Folge leisten wird. Bis dann.